So, ich bin groß, ihr seht mich auch so, da muss ich nicht im Auto stehen. Ich denke, ihr kennt mich, vorstellen brauche ich mich nicht. Ich bin heute auch nicht als Redner, sondern als Ordner. Das, was ich jetzt sage, denke ich, hat sich, wenn ich hier so in der Runde rumgucke, erübrigt. Ihr wisst, dass es im Vorfeld Aufrufe von rechter Seite gegeben hat, sich hier drunter zu mischen und Connewitz soll brennen und so weiter. Ich denke, dass ich in eurem Namen spreche, dass wir nicht hinter solchen Parolen stehen. Wir gehen hier auf die Straße, um friedlich gegen jede Gewalt zu protestieren, egal ob von rechts oder von links. Das ist unser Ansinnen. Ich bitte euch darum, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Rundgang mit den paar Leuten machen. Es ist traurig, dass nur so wenige Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Ich bitte euch eindringlich darum, egal wie wir provoziert werden, bleibt friedlich, lasst euch nicht auf die Spirale der Gewalt ein. Wir werden zeigen, dass wir friedliche Bürger sind, dass wir Gewalt ablehnen. Was die andere Seite macht, wissen wir nicht. Wir werden sehen, wie sie zu dem Thema Gewalt stehen. Von unserer Seite aus wird keine Gewalt ausgehen. Und damit... Und damit würde ich schon abschließen. Wie gesagt, ich bin heute nicht als Redner, sondern als Ordner. Ich bedanke mich. Ich wünsche uns eine ruhige, friedliche Veranstaltung. Und lasst uns, trotz dass wir so wenig Leute sind, ein Zeichen setzen, dass wir friedlich waren, friedlich sind und auch friedlich bleiben werden. Wir sind nicht für Lynchjustiz. Und damit bedanke ich mich bei euch. Bravo. Und rufe die Madeleine. Hallo Leipzig. Hallo Madeleine. Das Gleichgewicht gerät aus den Fugen und dessen müssen wir uns alle bewusst sein und werden. Es geht schon lange nicht mehr nur um rechts und links, vielmehr darum, dass eine Eskalation getreu der Masche, Teile und Herrscher mit allen Mitteln angestrebt wird. Solange sich die Bürger in Gruppen spalten lassen und sich die Köpfe einschlagen, ist der bequeme Stuhl des Politikers nicht in Gefahr. Und daher ist genau diese Beschäftigungstherapie das Mittel zum Zweck. Egal auf welche Kosten, Hauptsache der eigene Stuhl ist sicher. Warum bin ich heute hier? Ich möchte euch zu Beginn Folgendes vorlesen. Es ist ein Brief, geschrieben von einer Mutter an ihre Tochter. Und es gibt das Gefühl wieder, was leider viel zu viele Menschen mittlerweile in unserem Land haben. Meine liebe Tochter, es tut mir leid, dass ich dir deine Freiheiten, die du dir hart erkämpft hast, wieder nehmen muss. Endlich war es soweit. Du durftest alleine in die Schule fahren und du konntest es auch. Du hast es tüchtig gemacht und hast den Schulweg ohne Ablenkung gemeistert. Du warst pünktlich in der Schule und im Unterricht. Es tut mir leid, dass ich dir diese Freiheit wieder nehmen muss. Ich traue mich nicht mehr, dich alleine in die Schule fahren zu lassen. Noch weniger traue ich mich, dich alleine nach Hause fahren zu lassen. Zu viele Mädchen und Frauen werden auf der Straße angesprochen und belästigt. Allein in meinem Bekanntenkreis wurden bereits 5 Frauen Opfer von Gewalt und Raub, teils am hellerlichten Tag. Als du das allererste Mal alleine in den Supermarkt gehen wolltest, um Milch zu holen, war ich besorgt. Ich stand am Balkon und habe dich den halben Weg beobachtet. Ich war erleichtert, als du angeklingelt hast und zurückkamst. Du kamst mit Milch, dem Kaufbeleg und dem Wechselgeld zurück. Es hat dein Selbstbewusstsein gefördert und du hast dich auf die Samstage gefreut, denn dadurch durftest du jedes Mal ein bisschen mehr einkaufen. Es tut mir leid, dass ich dir auch diese Freiheit wieder nehmen muss.
In einem Flüchtlingsheim in der Parallelstraße wurde vor einigen Tagen ein Drogennest ausgehoben. Es tut mir leid, ich werde dich nicht mehr alleine und unbeobachtet im Wasser spielen lassen. Du hast den Schwimmkurs mit Bravour gemeistert und hast ihn hinter dich gebracht. Du liebst das Wasser und du gehst gerne schwimmen. Anfangs bin ich immer am Beckenrand geblieben und habe beobachtet, ob du auch wirklich über Wasser bleibst und dich sicher fühlst. Du schwimmst großartig. Ich konnte darauf vertrauen, dass du mit deinen Freundinnen sicher im Schwimmbad herumspringen kannst und Spaß haben konntest. Und ich musste nicht stets bei dir sitzen. Es tut mir leid. Ich werde dich nicht mehr alleine und unbeobachtet im Wasser spielen lassen. Noch weniger werde ich dich mit deinen Freundinnen alleine ins Schwimmbad gehen lassen, auch wenn das Schwimmbad gleich in der Nähe ist. Wir haben einen tollen Spielplatz neben uns. In deiner Kindergartenzeit warst du viel dort. Du kanntest viele von den Kindern, die dort spielten. Mittlerweile kennst du dort niemanden mehr. Mit deinen älteren Freundinnen durftest du auch mal ohne Erwachsene mitgehen, um dort zu spielen. Es tut mir leid, dass ich dich nicht mehr auf den Spielplatz alleine lassen kann. Es sitzen dort Jugendliche und Männer, in deren Gegenwart ich mich nicht wohlfühle. Genauer gesagt, ich habe Angst. Ich werde dort nicht mehr hingehen und du schon gar nicht. Mit jedem Jahr bekommt ein Kind mehr Freiheiten. Das ist der normale Lauf. Selber essen, sich selber anziehen, das erste Taschengeld. In die Schule gehen, alleine mit Freundinnen etwas unternehmen. Ausgehen. Ich würde dir so gerne so viele Freiheiten lassen, wie es deiner Entwicklung entspricht. Ich würde dich gerne in dem Vertrauen aufwachsen lassen, dass man sich frei und sicher im öffentlichen Raum bewegen kann. Es tut mir leid, dass ich dir all diese Freiheiten wieder nehmen muss. Es tut mir leid, dass ich dich nicht mehr alleine auf die Straße lasse. Es tut mir leid, dass ich mein Vertrauen in die Sicherheit verloren habe. Nicht nur aufgrund von Zeitungsartikeln, in denen es fast jeden Tag etwas von Belästigung, Nötigung, Raub und Gewalt steht, sondern aufgrund von Erzählungen von Bekannten, denen es geschehen ist. Es tut mir leid, dass sich deine Welt seit einem Jahr so verändert hat. So fühle auch ich als Mutter. Und Ronny war einer der wenigen Menschen, die es verstanden haben, der zugehört hat und mich und andere ernst genommen hat. Ronny ist einer derjenigen, welcher für Dialoge und für aufeinander zugehen eingestanden ist und aufgestanden ist. Genau aus diesem Kontext heraus haben Bürger gesagt, wir setzen ein Zeichen gegen Gewalt. Es ist eine Mahnwache, eine Veranstaltung, welche wieder durch die Presse und so manchen sich selbst zum Opfer und Gegner simulierten örtlichen Politiker in Schubladen gepackt wird, was eigentlich genau das Problem aufzeigt, um welches es uns auch heute geht. Die gewollte Spaltung von uns Bürgern. Ja, Bürgerbewegungen unterstützen heute und hier, weil diese Gewalt und Machenschaften beendet werden müssen. Doch die Initiatoren für heute sind Bürger. All jene Bürger, die Gewalt ablehnen. Unser Motto, wir gegen Gewalt, ist eine Mahnwache und eine Solidarität mit allen Opfern solcher Übergriffe. An den Händen der Täter klebt Blut. Durch die Unfähigkeit, die Machtgier der Politiker, ebenso der Schmierfinken, haben solche Gewaltexzesse zu verantworten. Nachdem sich die ersten Emotionen über diesen brutalen Mordanschlag durch extremistische Gewalttäter ein wenig beruhigt haben, möchten wir heute die Frage stellen, was ist morgen? Wollen wir dieses Gewaltniveau als Normalzustand an unsere Kinder und Enkelkinder weitervererben? Nein. Ich möchte das nicht. Wie immer bei solchen Vorfällen schlagen Emotionen in die Höhe. Und Genesungswünsche und Unterstützungsversprechen überfluten das Netz. Die sind alle auch ehrlich gemeint, keine Frage. Aber was wird morgen sein? Morgen geht man wieder zum Alltag über. Da ist Fußball oder ein netter Grillabend.
oder man konsumiert wieder irgendwelchen überflüssigen Müll. Der nächste brutale Übergriff wird kommen. Die Statistiken, ob nun geschönt oder nicht, selbst geschönt noch zu gravierend, verraten es uns doch. Und alles läuft wieder nach demselben Muster ab. Irgendwann arrangiert man sich damit, stellt man dann sein Leben so um, dass man irgendwie unauffällig mit vielen Einschränkungen sein Leben gestaltet. Wir erleben mittlerweile eine politische Gewalt in diesem Land, die definitiv extremer werden wird. Sie wird sicher auch genutzt, um die Menschen zu verängstigen. Angst ist immer ein guter Unterstützer der politischen Macht. Das Problem für jeden Einzelnen ist jedoch, dass sich niemand dem entziehen kann. Das, was am Montag in Böen mit Ronny passiert ist, das, was in Hamburg, in Stuttgart und zu Silvester in Köln passiert ist, kann jeden von uns treffen. Bitte schaut euch die Opfer ganz genau an, denn jeder von euch und eure Kinder oder eure Enkel können morgen schon genauso aussehen, wenn sie denn so einen Anschlag überhaupt überleben. Es muss uns ständig bewusst sein, dass so etwas jeden Tag passieren kann. Die trügerische Sicherheit, sie entsteht unter dem Deckmantel des Konsums von Klamotten oder dem sich gegenseitigen Niederbrüllen oder den Trillerpfeifen und Sitzblockaden. Sind es nicht gerade diese Sitzblockaden eigentlich Denkblockaden? Ja, Gewalt, völlig gleich ab von rechts oder links, es gibt sie. Doch auch hier gibt es Unterschiede in der öffentlichen Darstellung. Und auch das nur zu dem Ziel, Teile und Herrscher und dieses Ziel umzusetzen. Seit Jahren eskaliert die linke Gewalt in unserer Politik, ist jedoch dagegen nichts geschehen. Alles immer mehr Mittel nur gegen rechts zu genehmigen und die linke Gewalt zu bagatellisieren bzw. zu ignorieren. Und dabei handelt es sich nicht nur um Grüne oder Linke, nein, auch seitens unserer Regierungskoalition in Sachsen beziehungsweise im Bund, CDU, SPD, es kommen keine Reaktionen. CDU und SPD haben die Mehrheit im Landtag und könnten somit Veränderungen herbeiführen. Getan wurde nichts, absolut nichts. Für uns tragen diese Leute Mitverantwortung an diesen Gewalttaten. Erst vor 3 Wochen, am 13.06.2016, passierte Ähnliches in Dresden, in der Nähe des Goldenen Reiters. Die Zeitungen haben darüber natürlich politisch korrekt berichtet. Es lief genauso ab wie in Böhlen. Verwundete lauerten hinterhältig dem Opfer auf und schlugen ihn mit Eisenstangen. Herbeigeeilte Helfer wurden ebenfalls mit Eisenstangen attackiert und geschlagen. Dass es dort keine Schwerverletzten gab oder Tote, war einfach nur Glück. Auch das war ein Mordanschlag, denn wenn jemand mit einer Eisenstange auf einen anderen einschlägt, ist das versuchter Mord. Wir können euch nur immer wieder auffordern, das nicht mehr hinzunehmen. Die Welt ist morgen nicht in Ordnung, nur weil sich euer Augenmerk auf andere Dinge verlagert. Wir müssen uns gegen diese Politik wehren und das täglich. Ich danke euch. Wo ist denn unser Langer? Ich würde gerne das Mikrofon abgeben. Jetzt habt ihr mich eiskalt erwischt, wer ist denn der nächste Redner? Ich rufe den Jens von unserer Bürgerbewegung Roswein wehrt sich gegen Politikversagen. Jens, du hast da was vorbereitet, wo bist du? Gut, da ist er, komm her, mein Guter. Wie du das gerne möchtest. Hallo Leipzig, hallo Patrioten,
Hallo Freunde von Ronny. Hallo Menschen des gesunden Menschenverstandes. Zuallererst ganz, ganz liebe Grüße und Genesungswünsche an den Ronny. Denn für Ronny steht ihr alle heute gemeinsam mit mir, mit uns hier in Leipzig auf der Straße. Ich danke dem Privatanmelder, der diese Demo, diese Veranstaltung angemeldet hat. Er ist ein guter Freund von Ronny und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen gegen diese Gewalt auf die Straße gehen. Wir müssen ein Zeichen setzen. Er hat mich gefragt, ob ich hier sprechen möchte. Ich habe gesagt, selbstverständlich. Ronny ist auch ein Freund von mir. Es ist mir eine Ehre, für den Ronny hier zu stehen und zu euch sprechen zu dürfen. Und ich bedanke mich bei allen, die ihr hier steht, die ihr gekommen seid, um Gesicht zu zeigen gegen Gewalt. Vielen Dank, dass ihr da seid. Jetzt ist das Motto, ihr seht es selbst, wir gegen Gewalt. Hier geht es nicht um Legida, hier geht es nicht um Gida, hier geht es nicht um Pegida, hier geht es nur um Gewalt, die gegen Menschen ausgeübt wird, die teilweise wohl recht offensichtlich gesteuert wird und die uns sagt, ihr sollt Angst haben, ihr sollt den Weg zur Demo vermeiden, es könnte euch etwas passieren. Genau deswegen sind wir hier eben die Anzahl, die wir hier stehen. Wir könnten 10-mal so viel sein. Jeder kennt in seinem Bekanntenkreis Menschen, die sagen, ich habe die Nase voll, ich mache das nicht mehr mit. Aber vom Couch-Revoluzer zum Patrioten auf der Straße zu werden, ist ein Schritt, der ist ein völlig anderer. Und den trauen sich leider auch dank dieser Gewalt, die hier in Leipzig seit über einem Jahr ausgeübt wird, die wenigsten und immer weniger. Alle ihr, die ihr heute hier seid, alle ihr, traut euch. Genauso wie ich es mache, genauso wie wir alle es tun, genauso wie Ronny es gemacht hat. Ronny ist ein lieber Kerl, die meisten kennen ihn hier und Ronny ist sicher kein radikaler Mensch. Ronny, mein Freund, du wirst uns sehen. Gute Besserung wünsche ich dir. Wir haben die Woche gesprochen. Ich denke, es geht aufwärts. Er wird nichts Ernstes an Schäden zurückbehalten. Die Wunden werden verheilen, die Brüche werden verheilen. Aber es ist dramatisch, dass es so weit gekommen ist. Ronny hat mir im Vorfeld schon mal gesagt, es gab Ansagen aus der linken Szene gegen ihn, dass sie ihn schnappen werden. Es ist also definitiv klar, dass das, was passiert ist, eine Folge der Ansagen war. Und es gibt auch weitere Ansagen an Ronny, dass sie ihn sich nochmal holen wollen. Und da frage ich mich, Leute, wie soll das denn weitergehen? Wo sind wir hier? Sind wir hier in der Bronx, wo Menschen verfolgt und zu Tode geschlagen werden? Denn eins muss euch klar sein, hätten die Nachbarn nicht aus dem Fenster geschaut und gerufen, dann wäre Ronny heute nicht mehr unter uns. Das müssen wir uns alle klar machen. Ronny lebt deswegen, weil er am Boden lag, bewusstlos war, aus, vorbei. Und die Menschen, die dort gestanden oder die dort am Fenster gestanden haben und es gesehen haben und gerufen haben, was da unten los ist, sind eigentlich diejenigen, denen wir zu verdanken haben, dass Ronny noch lebt. Es war ein Mordanschlag, das ist überhaupt keine Frage. Wir können uns jetzt hinstellen und können sagen, der oder der war's. Es gibt genügend Vermutungen, es gibt genügend Dinge im Netz, die dazu einiges Hintergrundwissen verbreiten. Fest steht, es sitzen Menschen hinter einer bestimmten Gruppe, die leiten das wie in einem Puppentheater. Die sitzen oben, halten die Fäden in der Hand und steuern. Jetzt geht ihr dahin, schaut euch die ganzen Twitter-Accounts an, schaut euch die Facebook-Accounts dieser Leute an. Ich muss keine Namen sagen, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Schaut euch die Namen an, schaut, was sie tun, dahin, dorthin. Schaut, wie sie da drüben stehen. Aber die haben uns ein tolles Stichwort gegeben. Unser Motto, wir gegen Gewalt. Was haben sie vor uns, als sie getrittert haben, gerufen? Ganz wichtiger Punkt. Keine Gewalt haben sie gerufen. Ja, Leute, herzlich willkommen bei unserer Demo. Wir gegen Gewalt. Danke, dass auch ihr das genauso seht. Ich frage sehr oft Leute, die sich der Antifa zuordnen. Sehr oft frage ich die Leute, um was geht's dir denn eigentlich? Rassismus, Nazis und ähnliches Gewäsch, das sind Standardsprüche, die immer kommen. Die kommen immer, das ist nichts Neues. Die kriegen die gesagt und die werden immer wieder
verbreitet. Das ist wie, da kannst du auf dem MP3-Player auf Play spielen, kommt immer das Gleiche. Wenn du die Leute aber mal fragst, dann stehe ich mehr für Aufklärung. Lass uns doch mal folgende Frage stellen. Wem nützt das? Wem nützt diese Gewalt, die hier angestellt wird? Fragen wir es andersrum. Wenn man auf Arbeit geht und Geld verdient, nützt das einem selbst und natürlich dem Arbeitgeber, der es nicht nur macht, weil du ein braves Kerlchen bist, sondern weil du ihm auch Geld verdienst. Wem nützt denn diese Gewalt, diese Steuerung? Wem nützt das? Darüber solltet ihr euch alle anfangen, Gedanken zu machen. Wem nützt das? Wer steuert diese Kinder, die da hinten stehen? Ich nenne sie immer die fleißigen Steuerzahler, denn der Schnitt ist wahrscheinlich eher so um die 17. Und das sind die Menschen, die noch keinen Cent Steuern gezahlt haben, aber immer die bekannten Sprüche machen, Refugees are welcome hier. Und dann fragst du die mal, Leute, ihr erzählt immer, Deutschland ist ein reiches Land. Wie sieht es denn mit unseren Staatsfinanzen aus? Kann ich euch das mal fragen? Ich hatte so eine Diskussion in Dresden bei Pegida am Rande mit einer Gruppe junger Leute, ebenso das Alter, was ihr da hinten seht, geschätzte Gegendemonstranten. Und wenn ihr dann fragt, da kommen nur Phrasen als Antworten. Da habe ich gesagt, wie hoch ist denn unsere Staatsverschuldung? Ich kriege so auch keine Antwort. Nicht mal das wissen die. 2,2 Billionen Euro ist unsere Staatsverschuldung aktuell. Sie kann sich durchaus schon erhöht haben, aber sie ist sicher nicht weniger geworden. Wenn du diesen Leuten jetzt sagst, diese Staatsverschuldung, die wir haben, die zwingt uns eigentlich zu unendlichen Sparmaßnahmen, dass nicht unsere Kinder, Enkel und Urenkel im verarmten Zustand leben. Und dass schon ganz viele Kinder unter der Sozialgrenze leben, unter der Armutsgrenze leben, ist inzwischen überall bekannt. Das dürfen auch unsere linken Freunde da hinten hinterm Gitter wissen. Jetzt frage ich immer Folgendes. Wie wollt ihr denn all die Leute, die ihr hier reinholt, finanzieren? Es ist ja nichts zu sagen gegen den Dönermann, der seinen Dönerladen betreibt, fleißig arbeitet und damit seine Familie ernährt. Super, soll er machen. Nichts dagegen einzuwenden. Was machen wir aber mit den restlichen, dann nennen wir mal die 1 Million, die letztes Jahr gekommen ist. Eigentlich waren sie 1,5, aber nennen wir mal 1 Million, ein paar sind verschwunden. Was machen wir mit denen? 85% derer ist laut Erhebungen von Instituten, von Wissenschaftlern, von Politikern nicht in den deutschen Arbeitsmarkt integrierbar. Wir müssen sie also finanzieren. Jetzt höre ich immer, Deutschland ist ein reiches Land, immer von solchen Schreikindern höre ich das. Da frage ich euch, sind wir mit 2,2 Billionen Staatsschulden ein reiches Land oder sind wir eigentlich ein völlig verarmtes Land? Ich glaube, letzteres trifft perfekt zu. Um es den Schreikindern besser zu verdeutlichen, habe ich folgendes Beispiel angeführt. Da stand mir einer gegenüber, ein junges Kerlchen, ich habe ihn geschätzt, 16, 17, habe gesagt, du lebst doch noch zu Hause bei Mutti und Papa im Kinderzimmer. Ich sage, und wenn du dein Taschengeld kriegst, kannst du hier nach Dresden fahren, kannst du Bambule machen, kannst du bitte was essen, kannst du was trinken, und wenn das Taschengeld alle ist, hast du die Arschkarte. Was machst du dann? Dann musst du schauen, dass du für Mama neues Taschengeld kriegst. Ich sage, du schreist doch, Refugees are welcome hier. Dann möchte ich gerne, dass ab morgen 3 Refugees bei dir im Kinderzimmer wohnen und deine Mama die bezahlt. Vielleicht schafft ihr das sogar. Kann ja möglich sein. Kann möglich sein. Dann ziehe ich meinen Hut und sage, toll, dass ihr das macht. Aber es kommen ja immer mehr und ihr schreit auch immer mehr hier rein. Wir wollen für alle da sein. Jetzt packe ich dir nochmal 2 rein, dann seid ihr 5 im Kinderzimmer. Alle wollen Taschengeld. Du musst dein Taschengeld jetzt teilen. Egal, ob die Mama arbeiten geht oder Hartz-IV-Empfänger ist, das spielt keine Rolle. Jetzt musst du dein Taschengeld, dein Essengeld mit 5 Leuten teilen. Jetzt erklärst du mir mal, ob das noch für alle passt. So, weil es so schön ist, stecken wir nochmal 5 rein, dann sind es 10. Dann kommen wir ungefähr an das Verhältnis, was wir zurzeit aufgenommen haben. Und dann wirst du merken, das funktioniert nicht. Ich sage, genau das ist das Problem. Wir müssen schauen, dass wir das auch immer finanzieren können. Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, sondern hat damit zu tun, dass alles einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben muss. Und wenn es nicht möglich ist, Menschen hier in Arbeit zu bringen, aus anderen Ländern, egal ob aus Syrien, dem Irak oder anderen Ländern, dann muss man betriebswirtschaftlich die Konsequenz ziehen und muss sagen, wir müssen einen Stopp verhängen. Ganz einfach. Das ist das, was wir betriebswirtschaftlich bedenken müssen. Natürlich können wir hingehen und können schreien, kein Problem, wir sind ein reiches Land, nehmen wir halt nochmal 1,5 Milliarde Schulden auf, macht ja nichts. Nur müssen wir uns fragen, von was wir das bezahlen wollen.
Was wäre denn, wenn wir mit dieser halben Milliarde das Geld in Kindergärten, in Krippen, Kindertagesstätten investieren würden, in Kinderhorte investieren würden, in kostenlose Schulessen investieren würden? Was wäre denn, wenn wir dieses Geld so in unser eigenes Volk investieren würden, dass es weder Rassismus noch Ausländerhass, sondern das ist das, was wir eigentlich jetzt benötigen würden. Nur leider ist dieses Geld nicht vorhanden, ihr seht es täglich. Es werden Schulen geschlossen und zusammengelegt, es werden immer wieder Gelder gespart, viele Schulen sind in einem bemitleidenswerten Zustand, auch hier in Sachsen. Und da möchte ich gern noch einen Satz sagen, wenn es ums Betriebswirtschaftlich geht. Schaut euch mal an, wir haben jetzt in Sachsen ca. 7000 abgelehnte Asylbewerber. Die sind ausreisepflichtig. Jetzt muss man sich mal fragen, von was leben die? Man kann ja nicht hingehen und kann sagen, ihr kriegt ab heute nichts mehr zu essen. Nein, wir sind keine Unmenschen. Wir sind Deutsche und wir verstehen durchaus, dass jeder ein Recht auf Essen und Trinken, auf eine Unterkunft, auf ein Bett hat. Dazu sind wir sozial eingestellt und sozial erzogen worden. Ich denke, alle, die wir hier sind. Aber ich frage euch, was glaubt ihr, was für Kosten alleine diese 7000 ausreisepflichtigen ehemaligen Asylbewerber jeden Monat produzieren? Nun rechnen wir es hoch, es sind ca. 8 bis 10 Millionen Euro. 8 bis 10 Millionen Euro verschwenden wir an Menschen, die von unserer Obrigkeit, von unseren Gesetzeshütern, von unseren Richtern abgelehnt wurden, weil sie nicht ein Recht auf Asyl bekommen. Diese Leute werden aber weiter von uns durchgefüttert. Und das ist der Punkt, wo man fragt, was geht hier eigentlich in diesem Land ab? Ihr habt es nicht geschafft, bis jetzt ein vernünftiges Einwanderungsgesetz zu schaffen. Das ist der Grund, warum diese Leute abgelehnt worden sind. Diese Leute haben auch eine politische Problematik, die sie mitbringen. Ihr wisst es, es ist immer so, dass in den Lagern sich die Christen und die muslimischen Inhaber gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil dem einen das nicht gefällt, dem anderen das nicht gefällt. Auch das hätte schon lange verhindert werden können. Ich kann es euch sagen, für unser Heim in Roßwein, da kann man sagen, ca. 70% der aktuell 150 Bewohner sind Leute, die garantiert kein Asylrecht bekommen. Warum ist das so? Sie kommen einfach aus Ländern, die keine Kriegsflüchtlinge beherbergen. Sie sind keine Kriegsflüchtlinge, sie sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und hier muss etwas getan werden. Es muss da getan werden, wo die Menschen herkommen. Wir müssen mit den europäischen Ländern gemeinsam diese armen Länder stärken, die Wirtschaft aufbauen, dass diese Menschen zu Hause in ihrem Land überleben können, sich dort ein Zuhause aufbauen können. All die Menschen hier einzuladen, wie es Gauck und Frau Merkel getan haben, löst niemals die Probleme in diesem Land, sondern sie verschärft nur unsere wirtschaftliche und unsere Schuldenlage. Das kann niemals die Lösung aller Probleme sein. Das verschärft alles nur um ein weiteres. Kommen wir wieder zurück und fragen uns, wem nützt es? Wem nützt es? Es nützt den Menschen, die meinen, sie müssen weiter Krawall im Land machen und die Bürger unter ihre Knechte bringen. Fragt euch bei allem, was getan wird, wem nützt das, was hier getan wird? Und Ronny ist ein gutes Beispiel. Er ist ein aufrechter Patriot, der immer hier dabei war, der oft als Ordner fungiert hat bei Legida, bei den Demos. Und ihr habt gesehen, dass er auf Ansage hin klargemacht wurde, so darf man es in der Szene nennen. Und anschließend wurde er zusammengeschlagen und ist gerade so dem Tode entronnen. Ihr könntet von der Presse, könnt jetzt sagen, ich dramatisiere das. Ich frage euch, wenn einer mit Eisenstangen geschlagen wird und am Boden liegt, ist das dramatisiert oder ist er gerade noch davongekommen? Und liebe Leute von der Presse, eins frage ich euch auch, was spricht gegen dieses Motto? Wir gegen Gewalt. Ich habe kein Problem, wenn eine Gegendemo irgendwo steht und eine andere Meinung hat. Jeder hat bei uns in Deutschland das Recht, seine Meinung zu vertreten. Aber dass es in Gewalt ausartet, dass Menschen gejagt werden, wie wir es in Kriminalfilmen von der mafiösen Struktur her kennen, das sind Dinge, die müssten ihr von der Presse doch eigentlich auch aufgreifen. Auch ihr müsstet sagen, keine Gewalt. Ich finde es schön, wenn ich euch Pressevertreter sehe, jeder schaut betreten zu Boden und sagt sich, oh, das geht mir jetzt nichts an, das will ich auch nicht sagen. Ich fordere euch auf, ihr Pressevertreter, ihr Leute, die ihr immer die Fotos von Menschen auf Demos macht, ich fordere euch auf, alle Seiten sollen bis jetzt und ab jetzt ohne Gewalt arbeiten.
Ich will, dass ihr, die linke Seite, dazu auffordert, gewaltfrei zu arbeiten. Dass Menschen, ältere Menschen, Rentner, nicht aus Angst, sich nicht zur Demo zu trauen, aus Angst um Gesundheit und Leben, sich nicht hierher trauen oder zu anderen Demos. Ich fordere euch auf, diese Menschen genauso zu ermahnen. Macht es wie mir, bringt einen friedlichen Protest. Dann ist alles gut in Deutschland. Wir haben Demokratie, auch wenn sie in vielen Rechten eingeschränkt ist. Demokratie ist Demokratie und die sollte für alle Seiten gelten. Nochmal dem Ronny alles Gute und schön, dass er hier war. Dankeschön. Hallo Leipziger, hallo Patrioten. Hier muss man ja Patriot sein in Leipzig, wenn man sich traut, noch bei diesen Gewaltexzessen auf die Straße zu gehen. Ich bin heute mehr oder weniger vom ein freies Bürgermikrofon hier unangemeldet. Meinen Beitrag hatte ich eigentlich für Pegida, für Dresden vorbereitet, aber die laufen ja nicht am Montag. Und ich kann noch nicht so schön freisprechen wie der Patriot vor mir jetzt, aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Es geht darum, dass ich ein paar Fragen an zwei Minister habe. Und zwar zwei Verantwortliche, die auch hier in Sachsen gewählt werden. Also eine geraume Zeit treiben mich da ein paar Fragen um, die eigentlich von elementarer Bedeutung für unser Land sind und die dieses Motto betreffen auch. Das sind die zwei Minister, der Herr de Maizière, verantwortlich für das Innenministerium der gesamten Bundesrepublik. Sein Wahlkreis ist Meißen. Und es ist der Herr Ulbig. Sein Wahlkreis ist Dresden-Pieschen. Er ist verantwortlich für das Innenministerium in Sachsen. Und meine Frage an diese beiden Herren sind sie sich wirklich ihrer Verantwortung für den inneren Frieden in Deutschland bzw. Sachsen bewusst und steuern sie bewusst oder unbewusst einen Bürgerkrieg in Deutschland und in Sachsen an, indem sie ihre Verantwortung nicht oder nur unzureichend nachkommen? Wieso komme ich zu diesen Fragen? Was ist passiert? Sie alle hier auf diesem Platz und auch anderswo kennen die Möglichkeiten, die diesen Herren zur Verfügung stehen. Das sind unter anderem die Funkzellenüberwachung. Als praktisches Beispiel könnte man sagen, alle, die jetzt hier ein Handy anhaben und die können von diesen Herren identifiziert werden und in eine Datenbank eingefügt werden, was wahrscheinlich auch schon passiert ist. Oder noch modernere Methoden, zum Beispiel letzte Woche wieder bei Pegida in Dresden, die Identifizierung über Gesichtserkennungssoftware. Da gibt es Hardware, dazu auch entsprechende, die immer mit anwesend ist. Alle werden gefilmt und über Software erfasst, sodass sie nachträglich auch identifiziert werden können. Diese Herren wissen eigentlich von uns alles. So. Aber allerdings scheinen diese Herren, die über uns alles wissen, nicht in der Lage zu sein, Gewalttäter zu identifizieren, die auf friedliche Demonstranten lebensbedrohliche Gewaltakte verüben oder auch Brandanschläge auf Autos. Ich will ein paar Beispiele aufzählen, die mir ganz stark aufgestoßen sind und die finden sich auch in den Mainstream-Medien wie der DNN, der Sächsischen Zeitung oder der Leipziger Volkszeitung. Ganz konkret, Überfall auf ein Auto von Pegida-Demonstranten in der Konradstraße in der Dresdner Äußeren Neustadt. Ausgeführt von Vermummten mit Fahrradschlössern und Eisenstangen. Stattgefunden nach der Pegida-Demonstration auf dem Schlesischen Platz in Dresden am 23. Mai. Dazu gab es Berichte in der DNN und der SZ. Und es bestand Lebensgefahr für 5 Menschen.
vier Männern und einer Frau. Die Frau hat sich gar nicht aus dem Auto rausgetraut. Die Männer haben sich verteidigt mit blanken Händen gegen 8 und 10 Kerle, die mit Fahrradschlössern vermummt ankamen. Lebensgefahr. Weiter. Überfall auf eine friedliche Pegida-Demonstration in der Heinrichstraße in der Dresdner Inneren Neustadt. Stattgefunden nach dem Pegida-Spaziergang am 13. Juni. Ich glaube, vorher wurde davon schon gesprochen. Ausgeführt auch wieder mit Eisenstangen. Wieder waren die Angreifer vermummt und griffen unvermittelt und ohne Vorwarnung sofort an. Berichte dazu waren der DNN. Vergangenen Montag am 4.7. hier die Steigerung, Angriff auf den Legida-Ordner nach der Legida-Veranstaltung auf dem Richard-Wagner-Platz in Leipzig. Ausgeführt vor dessen privaten Wohnhaus bei Böhl. Lebensgefährliche Verletzung. Es wurde schon genug drüber geredet und nur glückliche Umstände, dass er nicht überhaupt noch am Leben ist. Aber ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass zahllose unaufgeklärte Brandanschläge auf Autos von Pegida und Legida-Teilnehmern da waren, ausgeführt wurden. Ich selbst habe im Oktober 2015 die ausgebrannten Autoracks unter der Marienbrücke in Dresden besichtigt und ein geschädigtes junges Pärchen gesehen, die weinend vor ihrem Autorack standen und als dieses auf den Abschleppwagen gezerrt wurde. Und es ist auch ein Skandal für euch Leipziger hier. Und ich weiß nicht, wieso hier überhaupt die einfachen leipzigen Bürger in so einer kleinen Zahl nur hier sind. Es ist traurig für euch Leipziger, dass ihr nicht den Arsch in der Hose habt, hierher zu kommen und gegen Gewalt zu demonstrieren. Dass inzwischen in der bevölkerungsreichsten Stadt Leipzig es Zonen gibt, in die sich normale Bürger nachts nicht mehr hineintreiben können, Eisenbahnstraße. Selbst wenn auf linksradikalen Internetseiten, wie in die Media, Brandanschläge auf normale Privatautos vorher angekündigt werden, die wurden vorher angekündigt, wird die Ausführung dieser Anschläge von den Herren vom Innenministerium nicht verhindert. Eine Sauerei hoch drei. Geschweige denn, dass die betreffende Webseite nicht per Amtshilfeersuchen in die USA stillgelegt wird, weil die das nicht zum ersten Mal machen, so eine Schweinereien. Diese Seite muss gesperrt werden, Herr Innenminister. Wo ist das Amtshilfeersuchen? Was tun Sie gegen Gewalt? Sie begünstigen Gewalt, Sie machen sich strafbar. Geschweige denn, dass dieses Versagen der Stadtverwaltung durch ein ordentlich arbeitendes Innenministerium eben kompensiert wird. Oder die Stadtverwaltung in Leipzig, okay, wissen wir ja alle, der Herr Jung, dass der das mit verursacht. Und die Verfasser dieser kriminellen Ankündigungen auf Indymedia, warum werden die nicht ausfindig gemacht mit Amtshilfeersuchen? Was ist hier los in diesem Lande? Wollen die Verantwortlichen Bürgerkrieg? So, nur meine ganz konkreten Fragen noch an diese Herren. Sind Sie beide, liebe Herr Minister, nicht in der Lage, diese Gewalttäter mit den Ihnen zur Verfügung stehenden hochmodernen Mitteln zu identifizieren? Randbemerkung, es gibt zu diesen Vorfällen offizielle Strafanzeigen. Sie sind dazu verpflichtet, diesen nachzugehen. Und wenn man Ja sagen würde dazu, also dann würde man auf folgende Schlussfolgerung kommen. Sie sind unfähig, in dem Falle Ihrer verantwortlichen Position nachzukommen. Und Sie sollten also sofort zurücktreten. Das wäre das eine. Wenn man aber diese Frage verneint, dann deutet das auf Absicht hin. Und das ist noch viel schlimmer. Und zieht sich folgende Fragen nach. Ist es vielleicht eher dankbar, dass Sie, meine Herren Minister, die Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel bewusst nicht nutzen,
und damit Straftaten bewusst begünstigen und bewusst nicht aufklären und sich somit selbst strafbar machen. Sie machen sich strafbar. Sie werden vor ein Gericht kommen. Eine wichtige Aufschlussreihe, ich schläfe eben eine Detailfrage. Woher wussten eigentlich die Täter die genaue Privatadresse des Legida-Ordners? Ronny. Und konnten somit ganz gezielt aus dem Hinterhalt Gewalt ausüben. Woher wussten die das? Also da zieht das wieder noch eine Frage nach sich. Und die heißt, sind sie vielleicht sogar aktiv an der Verübung von Straftaten beteiligt, indem sie ihnen zur Verfügung stehende persönliche Daten von Legida-Teilnehmern, die natürlich nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, an linksfaschistische Schlägertruppen weitergeben, dann unterstützen sie sich nicht Antifaschisten, sondern lupenreine Faschisten. Und sie machen sich strafbar. Ich wiederhole nochmal die eingangs gestellte Frage. Sind Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst, die Sie unserem Lande gegenüber haben? Und ist es Ihnen bewusst, dass Gewalt immer nur gegen Gewalt verursacht, schlussendlich? Sie wollen also scheinbar Gewalt. Denn Sie tun alles, dass Gewalt passiert. Aber eben wollen Sie bewusst Gewalt anwenden, um die Teilnehmerzahlen von Pegida-Legida zu minimieren? In Leipzig sind ja leider da einige Auswirkungen schon zu verspüren. Oder wollen Sie sogar Bürgerkrieg, so wie in Arabien, in den arabischen Ländern, wo überall das Chaos herrscht? In Libyen war ich 20 Mal. Ich kenne Libyen vor Gaddafi oder zu Gaddafis Zeiten. Und auch danach. Und ich weiß, was da los ist. Ich war 2014 das letzte Mal da. Im Chaos. Wir wussten nicht, wie wir wieder aus dem Lande rauskommen. Aber egal. Sowas will ich hier nicht haben in Deutschland. Anscheinend wollen unsere Politiker solche Zustände hier. Meine Herren Politiker, wenn Sie noch ein bisschen Gewissen Ihrem Land gegenüber haben, dann hoffe ich, dass Sie sich dafür interessieren, dass keine Gewalt ausgeübt wird. Trotzdem möchte ich noch einen Appell an alle richten, aber vor allem an alle wahlberechtigten Sachsen, gerichtet nicht nur an AfD-Wähler oder Pegida-Anhänger, sondern auch an CDU, SPD, Linken und Grünen-Wähler, die noch ein bisschen Deutschland lieben, obwohl man bei den Grünen das leider nicht sagen kann. Die bekunden da ja immer Gegenteiliges. Treten Sie strikt gegen jede Gewalt auf. Verantwortliche in den Innenministerien, also nicht nur die Minister, sondern auch Untergeordnete, auch die Polizisten. Machen Sie sich nicht strafbar und mitschuldig durch Passivität oder sogar durch aktive Unterstützung von linksfaschistischer Gewalt. Wir vergessen das nicht. Die Leute, die Menschen hier im Land werden das nicht vergessen. Polizisten, schaut euch nicht länger diese von euren Spitzenpolitikern kreierte und unterstützte Gewaltorgie an, die auf eurem Rücken und zu euren Lasten ausgetragen wird. Ihr seid die Leidtragenden, auch und vor allen Dingen. Denkt immer nach, wie ihr euren Job gesetzeskonform aktiv ausführen könnt. Ohne Gewalt, wenn es geht. Ja, die dürfen eigentlich, aber naja. Und noch eins, nochmal an die Wähler. Leipziger Bürger, Wähler in Deutschland, ich hoffe, das kommt auch im Internet. Wähler, wählen Sie die beiden Herren und Ihre CDU, vor allen Dingen im Wahlkreis Meißen und Dresden-Pieschen. Und deren Partei, die CDU, bei den nächsten anstehenden Wahlen nicht mehr.
denn sie sind bisher ihrer Verantwortung gegenüber unserer Bevölkerung nicht nachgekommen. Denn unabhängig von der jeweiligen politischen Einstellung jedes Wählers ist es, glaube ich, der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung wichtig, dass es keine Gewaltspirale gibt und dass Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein kann. Wählen Sie die einzige im Moment vorhandene Alternative für unser Deutschland. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. So, liebe Freunde, wir haben uns trotz, dass wir nicht so zahlreich sind, dafür entschlossen, dass wir trotzdem auch Gesicht auf der Straße zeigen und einen kleinen Rundgang machen. Ich denke, ihr seid bereit dafür. Ich rufe euch nochmal dazu auf. Wir sind friedlich. Von uns geht keine Aggression, keine Gewalt und keine Beleidigung aus. Wenn von der anderen Seite, wie wir es da schon als Auftakt sehen, verbale oder physische Gewalt ausgeht, nehmen wir das hin, weil es demaskiert diese Leute selbst. Es ist schon demaskierend genug, wie man gegen eine Veranstaltung, die sich gegen, ich betone nochmal, jedwede politische Gewalt richtet, sowohl Rechte als auch Linke, wie man dagegen eine Gegendemo veranstalten kann, weil das bedeutet faktisch, dass ich für Gewalt bin. Und für welche Gewalt diese Leute da drüben sind, brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Die sind dafür, dass linke Gewalt die gute Gewalt ist. Aber nichtsdestotrotz, nochmal an mich die Bitte. Leute, bleibt friedlich, lasst euch nicht provozieren. Nur so können wir diese Leute demaskieren. Und ich bitte euch darum, jeder ist heute Ordner, jeder achtet auf seinen Nebenmann, jeder achtet darauf, dass keinem die Nerven durchgehen, weil das ist das, was sie gern möchten. Ich danke euch, ich wünsche uns einen ruhigen Spaziergang. So, liebe Freunde, da wären wir wieder und wir haben eins gesehen, wie friedliche Gegendemonstranten gegen eine Demo, die sich gegen Gewalt richtet, aussehen. Ich denke, es ist demaskierend genug für diese Seite. So sehen also friedliche Gegendemonstranten aus. Und damit bitte ich jetzt erstmal die nächste Rednerin, wer war es, wie hieß er? Christina! Begrüßt mit mir zusammen die Christina. Christina. Hallo Leipzig! Ich brauche mich ja nicht vorstellen, die meisten kennen mich schon. Zuerst wollte ich was bisschen über Gewalt sagen. Wir alle haben uns ja fürchterlich geärgert über den Angriff auf Ronny. Erstmal von mir aus liebe Grüße an Ronny, wo auch immer er ist. Weiß ich, er ist nicht mehr im Krankenhaus, glaube ich. Liebe Grüße und gute Besserung, Ronny. Wie gesagt, wir waren alle viel, viel, viel wütend. Und diese Wut darf sich aber nicht in unseren Köpfen festmachen, weil Wut ist ein Gefühl. Und wir wollen dieser hirnlosen Masse dort drüben keine Gefühle schenken, oder? Genau. Wir alle wissen, wie hirnlos und gehirngewaschen diese Typen da drüben sind. Brauchen wir keine Worte mehr über die verlieren. Am besten man übt Ignoranz und lässt es stehen, weil alles andere ist bei denen sowieso verlorene Liebesmüh. Ich habe es gesehen, am Donnerstag war Antifa-Demo in Halle. Dort war Sven unterwegs, viele von Ihnen kennen ihn von der Seite Halle-Leaks. Er ist ja mittlerweile in ganz Deutschland bekannt für seine Aktion. Erstens beim Bilderberger-Treffen war er. Er ist überall unterwegs beim Merkel-Besuch. Letztens war er auch wieder anwesend und hat dort seinen Unmut geäußert. Aber er macht es auf so eine Weise,
er macht es als Satire. Und genau das hat er am Donnerstag bei der Antifa-Demo, die ja sogar Flüchtlinge dabei hatten, ja, unterste Schublade. Die benutzen Flüchtlinge für ihre Sache. Und das kann nicht sein. Und Sven hat eine Satire draus gemacht. Er hat sich mit dem Banner hinten eingereiht an die Demo und hat immer gerufen, wir brauchen noch mehr Flüchtlinge. Deutschland hat noch nicht genug Flüchtlinge. Leute, verschenkt eure Fahrräder. Die Leute brauchen eure Fahrräder. Verzichtet auf eure Rente. Das war Satire und viele Leute haben es nicht verstanden. Los, gut. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie man die dort drüben am besten ärgert. Nämlich nicht durch Beschimpfung oder durch irgendwelche Wutausbrüche, das hat keinen Sinn. Am besten man macht sich über die lustig, mehr sind sie es nicht wert. Wie gesagt, Wut ist, und Hass ist ein schlechter Berater. Bitte geht in euch, das hat einfach keinen Sinn. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten nach dem Angriff auf Ronny. Viele hatten wirklich Wut und Hass in sich, aber das bringt nichts. Es bringt weder uns was, bringt weder denen was, noch sonst irgendwem, noch dem Opfer. Und Ronny hat selber aufgerufen, nicht Gewalt auszuüben, sondern hier einzuschalten. Unsere Waffe ist nicht die hier, sondern die hier. Und die da drüben haben das nicht. Also ich würde euch bitten, liebe Freunde, keine Wut, kein Hass. Die einfach nur auslachen, mehr sind sie nicht wert. Und bitte nach dem Motto, Wut und Hass sind kein guter Berater. Also setzt lieber euer Gehirn ein und eure Intelligenz. Denn in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Und die haben wir und die da drüben nicht. Danke. So, kommen wir zu unserer nächsten und schon einmal Rednerin, der Madeleine, die hat uns noch was zu erzählen. Also. Ja, nochmal ein Hallo in die Runde. Ich würde auch eigentlich mit dem gleichen Sachverhaltthema weitermachen, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Ich komme wieder zu dem Punkt Spaltung. Das Verschieben von Werten und das Prinzip Teile und Herrsche, weil es in meinen Augen eines der wichtigsten Themen ist, was eigentlich hier unser Problem ist. Ich werde jetzt ein Zitat vorlesen und ich hoffe, ihr hier vorne nehmt es mir alle nicht übel, welches genau diesem Prinzip Teile und Herrsche wohl voll auf den Leim gegangen ist. Oder aber es bewusst getragen wird, um den eigenen Stuhl nicht zu gefährden. Ich persönlich hoffe, der erstere Teil ist dazu stimmig. Erschütterungen. Die Welt zieht vorbei. Ein Mensch wurde verletzt. Die Hintergründe sind unbekannt. Der Ablauf ist unbekannt. Das Warum ist unbekannt. Die Täter unbekannt. Das Blut ist nicht getrocknet, aber schon folgt die Gewalt und darauf neue Gewalt. Wird die Gewalt inszeniert, aufgeladen, herausgeschrien und der menschliche Urtrieb nach Rache und Vergeltung frisst sich durch die Seelen. Ungehemmt gibt man sich Rachefantasien hin, stachelt sich auf, peitscht sich hoch und geilt sich an der Gewalt der Sprache und Bilder auf. In aller Öffentlichkeit zelebriert man die menschgewordene Entmenschlichung. In aller Öffentlichkeit werden Pläne geschmiedet, der ausgemachte Feind muss gestellt werden. Der Feind als Projektionsfläche für die eigenen negativen Gefühle
wird das Opfer für die Konstitution des eigenen Selbst. Die Gruppe, zusammengehalten vom gemeinsamen Feind, will Blut sehen. Da geht es nicht um Demokratie, um Meinungsfreiheit, um Diskussion von Problemen, ging es noch nie. Hier geht es um den primitiven Urtrieb des Menschen. Das Zitat weiter. Es ist nicht die Zeit für Anthropologen und gruppendynamische Zusammenhänge zum Analysieren und Verstehen, warum es zu Kriegen kommt. Es ist nicht die Zeit, die wir sehen, wie die dünne Firnis der Menschlichkeit endgültig zerbricht und das tierische, barbarische des Menschen offenlegt. Legida hasst. Der Hass hat die Menschen entstellt und verroht. Ihre Sprache ist Gewalt. Ihre Bilder sind Gewalt. Ihr Ruf ist der nach neuer Gewalt. Am Sonnabend wollen sie gegen Gewalt demonstrieren und ihr Ausdruck dafür ist Gewalt. Seit Montagabend, seitdem ein Mensch verletzt wurde, ist ein neuer Höhepunkt erreicht. Tausende Nachrichten, Aufrufe, Hassmails, Anrufe, Drohbilder. Der Feind muss vernichtet werden. Es geht nicht mehr um das Besiegen, sondern um die komplette Zerstörung. Negierung der Existenz des Feindes. Dieser Feind bin ich. Dieser Feind sind alle Menschen, die sich gegen Hass und Hetze und gruppenbezogene Menschlichkeiten engagieren. Wenn Hass die Antwort ist, was war dann die Frage? Wenn Gewalt die Antwort ist, was war dann die Lösung? Wenn Drohungen und Beleidigungen normal werden, was folgt dann als nächstes? Ein Mensch wurde verletzt. Die Hintergründe sind unbekannt. Der Ablauf ist unbekannt. Das Warum ist unbekannt. Gewonnen hat schon jetzt der Hass. Lasst uns Hass, Gewalt, Hetze und Menschenfeindlichkeit zurückweisen. Lasst uns zeigen, dass wir uns nicht fürchten, dass in uns der Zorn nicht gewinnt. Dass wir zusammen für Weltoffenheit und Toleranz streiten. Zitat Ende, J.K. Herr Kasek, ich lade Sie und Ihre Jünger ein, heute zuzuhören. Und vielleicht haben Sie sogar bis hierher genau dieses getan, um den blanken Hass meiner Rede wahrzunehmen und aufzusaugen. Denn Sie haben genau heute gezeigt, was Sie vorher geschrieben haben. Die folgenden Worte und Gedanken von mir im Ganzen jetzt dazu sind nicht tief ins Detail gehend, weil das würde den Rahmen sprengen. Da dies den zeitlichen Rahmen sprengen würde, doch sollten Sie ein Anstoß, ein Denkanstoß für uns alle sein. Wegwerfgesellschaft. Der Umwelt zuliebe, Ökonomie, Ökologie, Naturschutz, grüne Bio. Ja, nein. Vielleicht und eben doch ganz anders. Es geht hier nicht um Einweg- oder Mehrwegverpackungen. Nicht um wiederaufladbare Akkus und Batterien. Es geht auch nicht um die garantierte Effizienzklasse oder Lebensdauer von Waschmaschinen. Jedoch im übertragenen Sinn geht es beispielsweise um Weichspüler, um Papier- und Plastiktüten, auch um das Prädikat Made in Germany. Prädikat, was ist das? Wissen wir das noch? Vielleicht Prädikat wertvoll? Es scheint, als würde in den aktuellen politischen Diskursen eher das Grüne gehört werden. Also münze ich das gesamte Thema um. Wegwerfgesellschaft im Zusammenhang mit Grundwerten, mit Investitionen wie Kraft, Geduld, Glauben und Bildung, mit Entwicklung, mit Sympathie, mit Empathie, mit Psyche. Und die Frage, gibt es einen Pfand auf die heutige Gesellschaft? Ein Pfand auf das Volk?
Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert? Beeinflusst vom gefühlten Vorzeitalter? Braucht unser Konservatismus den Islamismus als Gegenpol? Braucht es das Ende mit Schrecken, Lernen durch Schmerz? Sind wir in unserer westlich geprägten Gesellschaft so unmoralisch geworden, dass wir genau diesen Aufprall brauchen, um die genderisierte, unmoralische Beeinflussung und Übertreibung umzukehren, ein Gleichgewicht wiederherzustellen, wieder zurückzuerhalten? Sind wir zu offenherzig? Demografie. In vielen Punkten sind es Entwicklungen über Jahrzehnte gewachsen und geformt. Nur ein paar Stichpunkte seien noch angefügt und in der Reihenfolge der Aufzählung nicht abschließend. Industrialisierung, ländlicher Raum, Emanzipation, Gleichstellung von Frau und Mann, Kindererziehung, Schulsysteme. Und eine Frage: Ist Islamismus gleich Fanatismus? Ja, nein, vielleicht oder doch ganz anders. Aber es ist ein Glaube, eine Überzeugung, eine Treue, eine Staatstreue, eine Glaubenstreue. Er ist eine Identität vieler, mit Kraft getragen und gelebt und verteidigt. Und wir? Ist der christliche Glaube wirklich heute noch präsent? Noch gelebt? Geschweige denn unsere Nationalität? Es ist nicht nur die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges, es ist viel tiefer, viel mehr noch. Wir sind weichgespült. Ohne den Glauben in uns und ohne eine Überzeugung. Wir kämpfen nicht mehr um Beziehungen und Freundschaften. Wir geben auf, wir werfen weg. Denn der einfache Weg ist der bevorzugte Weg. Und er wird geliefert frei Haus, medial, in den Printmedien, im TV. Ein Aufschrei zum Idealbild. Barbie-Puppe. Aber hat es wirklich was geändert? Da wir gerade bei dem Punkt Printmedien und TV sind, liebe Medienvertreter, die heute hier waren, warum haben Sie genau vorhin, als die kritischen Fragen von Peter gestellt wurden, Ihre Kameras abgewendet? Schwierig. Ist nicht gesellschaftsfähig. Es muss alles höher, schneller und weiter und stets erreichbar und abrufbar sein. Doch die Folge? Psychische Auswirkungen, Volkskrankheiten, Depression und anderes. Kein Innehalten, kein Besinnen, stattdessen Konsum und Totschlagen von Gefühlen. Dies waren nur einige Gedanken, die mir zu dem Vorfall in den Kopf gekommen sind. Ich möchte heute Danke sagen. Jedem, der heute hier ist, der erkannt hat, dass es so, wie es aktuell sich formt, nicht weitergehen kann. Und jedem, der erkannt hat, dass dies nur geändert wird durch ein Bewusstsein und ein Handeln, einem Dialog mit Respekt und ganz klar ohne Gewalt. Ich wünsche Ronny gute Besserung. Ja, und Ronny, ich bin auch dann noch da, wenn die Welle der Anteilnahme verebbt ist. So wie du in den vergangenen Monaten auch da warst. Komm schnell wieder auf die Beine und bleib der feine Kerl, den ich kenne. Erst gestern habe ich folgende Zeilen geschrieben und ich möchte sie heute allen, die hier sind, mit auf den Weg geben. Illusion. Sind es die Träume, die das Ziel werden? Ist es der eigene Glaube, der Berge versetzt? Oder am Ende nur eine Illusion? Bin ich ein Träumer, weil ich ein Ziel habe? Oder bin ich schon dadurch reicher als viele andere? Missverstanden oder unverstanden, weil mein Glaube im Ziel von Träumen noch Illusionen zulässt? Gedanken. Denn sie sind frei. Vielen Dank, Leipzig. Kommt gut nach Hause, friedlich und sicher. Und bleibt, wie ihr seid und zeigt Gesicht. Ich danke euch. Wir danken dir, Madeleine. Es hat sich noch kurzfristig einer gefunden, der ein paar Worte an euch richten will. Mein Freund Nikos Chavales aus Dresden. Hallo, Nikos.
Hallo Leipzig, ich grüße euch. Viele, die den Vorfall mit Ronny verfolgt haben, haben vielleicht auch die Posts verfolgt, vor allem den von Herrn Kasek veröffentlichten Twitter-Eintrag. Das nächste Mal werden wir die Adressen von Filz, Chavales und Festerling veröffentlichen. Es ist eine klare Ansage und es ist eine Ansage, dass wir trotzdem hier sind, weil wir solidarisch dastehen für den Ronny. Und wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Niemals! Vor 2 Jahren hat mich eines auf die Straße getrieben. Mich hat auf die Straße getrieben die Wut. Und nicht Wut gegen Antideutsche. Die ja einfach normal vom Gehirn her ein wenig unterentwickelt sind, sondern mich hat die Wut auf die Straße getrieben, dass meine Freiheiten bestritten werden. Meine Freiheiten, mich unabhängig zu informieren. Meine Freiheiten, mich bewegen zu können in meinem Land. Auch wenn ich Beutegrieche bin. Ne? Aber es ist mein Land. Ich bin hier aufgewachsen. Hier ist mein Lebensmittelpunkt. Und ich lasse mir von keinem diesen Lebensmittelpunkt nehmen. Weder durch Einschüchterung noch durch Drohung. Und jeder, der ein bisschen weiter denkt, ne, der wird so weit denken und sagen, wer Merkel wählt, wählt die CDU. Wer die CDU wählt, wählt den Bürgerkrieg im Inneren. Und wer den Bürgerkrieg wählt, wählt zum Schluss den Weltkrieg. Dankeschön. Danke, Nikos.